So, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder zurück im We Are Football Manager bei Hannover 96 und wir stehen vor dem nächsten Spieltag, nämlich gegen Paderborn, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, 31. Spieltag. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Es waren zwei mega Spiele, die wir da absolviert haben gegen Düsseldorf und ich weiß jetzt gar nicht, wer der vorherige Gegner war. Auf jeden Fall haben wir zwei Top-Spiele da gemacht oder gezeigt. Vor allen Dingen in der Offensive waren wir sehr, sehr stark und wir haben hinten auch wirklich gut gestanden. Haben 6 Punkte geholt aus den beiden Spielen und ja, ich möchte an der Startaufstellung hier eigentlich überhaupt gar nichts ändern. Wir werden genau so auch wieder in das Spiel reingehen gegen Paderborn. Ich habe gemerkt, wenn wir über die Flügel spielen, sind wir schon sehr stark auf jeden Fall. Deswegen werden wir das vorerst mal so fortführen, das Flügelspiel. Ich hoffe, dass es auch gegen Paderborn gut Wirkung zeigt, sagen wir so, ne? Genau, so, Paderborn, Viererkette, ein Defensiver, zwei Offensive, also schon offensiv aufgestellt, ne? Ja, mal gucken, ne? So. Wir sind unangenehm, haben nichts zu verlieren. Wenn ihr einen Sahnetag erwischt und die einen Blackout haben, endet das 1:0. Machen wir das. So, gehen wir direkt rein in dieses Spiel, ja? Bin gespannt. Gegen Paderborn. Einwurf Salazar, 1. Minute. Wirft schnell ein. Hinterseher zieht einfach jetzt mal ab. Am Tor vorbei, aber die erste Möglichkeit schon wieder in der 1. Minute durch Hinterseher. Also wir fangen schon wieder gut an hier, ne? Tiaf leitet ein, Trypul passt vor dem Strafraum, wieder Hinterseher, hält drauf aus 16 Metern, macht sein 15. Saisontor und bringt uns hier wieder in Führung. In der 5. Minute. Freistoß für Paderborn. Ja, direkt gemacht, aber leider am Tor vorbei. Und wir gehen hier in diesem Spiel wieder in Führung. Was wir in den letzten Spielen auch immer gemacht haben. Salazar spielt jetzt mal quer. Wieder Hinterseher. Schuss aus 8 Metern. Fast das 2:0. Aber Zingerle diesmal auf seinem Posten. Kerk. Ernst über links. Salazar. Mayner stoppt den Ball. Leitet sofort weiter. Wieder Hinterseher. Flankt nochmal auf Kerk. Der mit dem Kopfball. Vorbei. Man sieht schon, dass wir die spielbestimmende Mannschaft hier schon wieder sind. Wieder Kerk, der einfach mal abzieht aus 17 Metern, der sich wirklich auch sehr viel traut. Finde ich auch gut. Leider ging dieser Ball am Tor vorbei, aber er hat ja eine gute Schusstechnik, von daher ist das schon eine gute Sache. Salazar, Hinterseher, spielt jetzt nochmal ab. Trypul spielt nochmal auf den rechten Flügel, da ist Mayner. Hinterseher mit der Kopfballverlängerung, Trypul köpft aus 3 Metern, leider am Tor vorbei. Bisher machen wir ein gutes Spiel. Von Paderborn kommt leider auch viel zu wenig. Bisher. Man soll es natürlich nicht verschreien, aber jetzt erstmal der nächste Angriff durch über Salazar. Der dribbelt in den Strafraum, zieht auch einfach mal ab, aber leider weit am Tor vorbei. Hult spielt den Ball links an den Strafraum. Hinterseher stoppt den Ball, leitet weiter auf Kerk. Der flankt auf Ernst. Der mit einem Scorpion-Kick leider auch am Tor vorbei. Also ich will nicht wissen, oder man kann es ja hier sehen, ne? Chancen 8:1 nach einer halben Stunde. Bisher leider nur ein verwandelt. Jetzt der Eckball über Mayner wieder. Ernst flankt in den Strafraum. Okay. Aktion abgebrochen. Moroja. Hinterseher zieht einfach mal ab. Singerle ist aber da. Genau auf den Mann. 40 Minuten gespielt. Weiterhin 1:0. Wir machen ganz klar das Spiel hier, ne? Kerk leitet weiter auf Hult. Der dribbelt und spielt nach innen, wo Salazar frei steht. Trypul zieht ab und da ist das 2:0. Noch vor der Halbzeitpause. Trypul in der 40. Minute. Durch eine Vorlage von Salazar. Sebastian Ernst bekommt jetzt noch die gelbe Karte in der 44. Minute.
Aber was für eine geile erste Halbzeit wieder. Also, wenn man uns hier momentan sieht, bisher, finde ich, haben wir oder würden wir den Aufstieg verdient haben, ehrlich gesagt. So wie meine Mannschaft aktuell drauf ist, haben wir das einfach auch verdient. Wir haben es noch nicht geschafft, aber wir hätten es verdient. Und ja, ich bin gespannt, was wir jetzt noch in der zweiten Hälfte zeigen. Ja, wir gehen unverändert, wie in den letzten Spielen auch, erstmal so in die zweite Hälfte. Und jetzt mal Paderborn mit dem Angriff. Selten über Michel, der dribbelt und schießt. Ja, und da ist der Anschlusstreffer. War irgendwie klar, ne? Sein 9. Saisontreffer in der 50. Minute. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das nicht aus der Hand geben hier. Freistoß in der 60. Minute über Maynard. Der läuft an. Hinterseher steht bereit. Kopfball leider über das Tor. Schade. Eckball. 62. Minute. Wieder über Maynard. Ernst. Flankt. Tiaf mit dem Kopfball. Wieder Zingerle. So, jetzt gucken wir mal, dass wir doch mal vielleicht frischen Wind hier reinbringen. Kaiser würde ich für Kerk jetzt bringen. Vorne Voltmeld für Hinterseher. So, jetzt nochmal Friedel. Salazar. Kaiser hält einfach mal drauf aus 27 Metern und macht sein 7. Saisontor. Was für ein Wahnsinnsschuss, ey. 72. Minute. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Einwurf Dominik Kaiser. Mayner schließt ab. Zingerle hält. 3:1 nach 72 Minuten. Und wieder ist es Dominik Kaiser, der sein Tor erzielt nach der Einwechslung. Stark, was der Junge aktuell hier zeigt. Wieder Kaiser. Flankt in den Strafraum, wo Voltmeld einläuft und auch einköpft. Sein 4. Saisontor zu 4:1 in der 79. Minute. Also die Einwechslungen haben hier Wirkung gezeigt. Maynard spielt nochmal nach innen, wo Ernst abschließt zum 5:1. Sein 6. Saisontor. Auch ein ganz starker Angriff. Und ja, wenn man das hier sieht, auch Paderborn keine Chance hier. Die haben gefühlt nicht mal den Ball. Friedel noch mit dem Heber hier. Oh Mann. Das war aber echt knapp hier gerade. Knallt voll an die Latte. Einer geht noch rein. Jetzt nochmal ein Angriff über Thalhammer für Paderborn. Jentsch muss zurückspülen, weil er keine Lücke findet. Auch der Lupfer hier, aber am Tor vorbei. So, und das war's. Eine Minute gibt's oben drauf. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere. Wir gewinnen dieses Spiel mit 5:1. Und haben jetzt 9 Punkte aus 3 Spielen geholt. So kann es weitergehen. Wir überzeugen hier auf ganzer Linie, muss ich sagen. Das sieht man einfach an den Ergebnissen, ne? Aber auch Bremen wieder gewonnen mit 1:0. Ah. Pauli gewinnt mit 3:0. Düsseldorf, Dynamo Dresden 3:1. KSC 3:0 gegen Ingolstadt. Hamburg gewinnt auch mal wieder 1:0. Rutschen wieder hoch auf Platz 15. Kiel 0:1 gegen Heidenheim. Nürnberg 1:1 gegen Sandhausen. Das ist auch nicht viel, ne, von den Nürnbergern. Enttäuschen auch ein bisschen, muss ich sagen. Obwohl die eigentlich auch recht gute Spieler haben, ne? Eine recht gute Mannschaft eigentlich auch. Das wundert mich ein bisschen, dass sie da unten stehen. Und Aue verliert 5:3 gegen Rostock. Also, Bremen müsste mal wieder einen verlieren. Also, wir stehen natürlich auf dem Aufstiegsplatz. Ich weiß jetzt nicht, ob es der direkte Aufstieg wäre bei Platz 2. Da müsste ich mich echt nochmal schlau machen, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig so genau. Ich glaube, Platz 3 ist Relegation, ne? Ach so, hier kann man die Ligen noch gehen. Okay.
Vierte Liga, Pokalfinale. Ja gut, auf jeden Fall stehen wir gut da. So soll es natürlich weitergehen. Hinterseher auch wieder ein Tor gemacht, 15 Tore jetzt erzielt, spielt eine starke Saison, so wie alle anderen eigentlich auch. Behrens, 2 Managerpunkte erhalten. Und das nächste Pflichtspiel ist denn jetzt gegen den KSC. Holt es von der Einheit genervt. Okay. Und jetzt haben wir hier ein Vertragsangebot aus Rumänien. Erste Liga. Ah, die sagen mir ja gar nichts hier. Wie sieht der Kader aus? Ja, jetzt nicht unbedingt schlecht, ne? Aber Rumänien ist jetzt eigentlich nicht, noch nichts für mich, ehrlich gesagt. Weil, ja, ich möchte eigentlich mit Hannover jetzt erstmal aufsteigen und dann wollen wir natürlich, wenn wir den Aufstieg schaffen, auch in der ersten Liga erstmal zeigen, was wir drauf haben, ne? Ablehnen. Wir bleiben bei Hannover. Karlsruhe, aktuell auf Platz 9. Letzten 5 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Wir wollen ihnen natürlich die nächste Niederlage zufügen, ne? So. Ich denke mal, wir bleiben so, wie wir sind. Also, es gibt aktuell keinen Grund, da irgendwie jemanden auszuwechseln, bin ich auch ehrlich. Deswegen denke ich, werden wir so bestehen bleiben, also so in das Spiel auch wieder reingehen. Fanclub besucht. Sie freuen sich über den Besuch und man hofft, dass sie in Zukunft häufiger mal vorbeikommen. So, Champions League Halbfinale. Manchester gegen Dortmund. 3:2 das Hinspiel. Vor 54.900 Zuschauern. Und Madrid gegen Porto 1:1. Bisschen verwundert, ne? Okay. So. 3 Punkte gegen KSC. Muss sein, ne? Muss einfach sein. So, was ich nochmal kurz gucken wollte, Muslia ist natürlich, ja, ist wieder frisch, aber immer noch ein bisschen müde. Hartatz könnte wieder ran, aber aktuell ist natürlich Hult von der Stärke her, puh, der ist ganz schön zugelegt, ne? Ist auch Kapitän. Dann wird Hartatz erstmal draußen bleiben, aber wir wollen ihn trotzdem mitnehmen. Stolze ist auch noch nicht so ganz frisch. Ich denke, das passt schon so. Wir nehmen Stolze aber auch mit. Und Muslia nehmen wir auch mit. So. Burner eine 95. Stolze 8:1. Nee, wir bleiben so. Das passt schon. Wieder über die Flügel. Da sind wir aktuell, glaube ich, mit einer der besten Mannschaften in der Liga. So, mit unserer Spezialtaktik wird heute alles gut werden. Genau, auf geht's gegen den KSC am 32. Spieltag. Und direkt wieder der Angriff in der 3. Minute. Moroja, Hinterseher, Trübull mit der Flanke. Da steht Ernst mit der Kopfballchance. Die erste Möglichkeit und der Pfosten. Und Ball ist geklärt. Riesenchance hier schon in der 3. Minute. So muss das sein. Direkt zeigen, wer hier der Hausherr ist. Wir spielen ja zu Hause, deswegen vor 72.000 Zuschauern. Das Hinspiel haben wir auch mit 2:0 gewonnen. Einwurf für den KSC. Lorenz. Hoffmann. Gondorf läuft ein, köpft am Tor vorbei in der 21. Minute. Auf beiden Seiten jetzt jeweils eine Chance.
Und der Eckball ausgeführt von Mayner. Ernst Hult geht mal ins Dribbling jetzt. Yes. Geht auch in den Strafraum. Immer noch Hult. Schuss aus 8 Metern. Und er macht das Tor. Das 1:0 in der 27. Minute. Niklas Hult krönt auch seine Form, sage ich mal, ja, mit diesem Treffer. Ernst. Kerk mit dem Kopfball, leider am Tor vorbei, aber wieder eine gute Möglichkeit. Was ich gut finde, wir hören nicht auf, wenn wir ein Tor erzielen. Wir wollen weiterspielen, weiter offensiven Fußball spielen und natürlich auch mehr Tore schießen als nur ein Tor. Und das zeigt meine Mannschaft einfach auch. Und ja, das ist schon bemerkenswert. Bei Tierf merke ich jetzt, dass er ein bisschen müde wird. Da würde ich jetzt einfach Börner mal reinbringen, um da einfach nichts zu riskieren. So, die zweite Hälfte beginnt wieder in der 51. Minute mit einem Freistoß. Friedel mit dem Kopfball am Tor vorbei. Also direkt wieder mit einer Möglichkeit, hier das 2:0 zu erzielen. Eckball Mayner, schnell ausgeführt. Ernst Hult wieder im Dribbling. Niklas Hult. Hult vor dem Tor. Schuss aus 6 Metern und er macht das 2:0 mit seinem zweiten Treffer hier in diesem Spiel. Sehr, sehr stark. Und der KSC jetzt mal über Lorenz. Flanke in die Mitte. Ah, Kerk bleibt der Sieger. Bereinigt die Gefahr. Gut gemacht. 56. Minute, Barons mit dem Eckball. Hoffmann leitet per Kopf weiter. Gordon mit dem Heber. Am Tor vorbei, aber ich denke mal, Zieler wäre auch da gewesen. 60 Minuten gespielt, knapp. Jetzt nochmal ein Eckball. Trübel hält einfach mal drauf aus 27 Metern und keine Chance für den Torhüter. Und er macht mit diesem Schuss das 3:0 für uns. Gersberg wirkt heute sehr unsicher. Heimann dürfte das nicht entgangen sein. Gelbe Karte in der 71. Minute für Lorenz. Und ja, 3:0 nach 70 Minuten. Es ist schon wirklich Wahnsinn, ne? So, Trübel, Salazar auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Beide wieder. Obwohl Salazar, den könnten wir mal eine Pause jetzt gönnen. Für ihn kommt jetzt Kaiser mal rein und Muslija, wenn wir mal für Kerk bringen und vorne Hinterseher für ihr wollt mit für Hinterseher. Jawohl. Friedel verlagert das Spiel. Moroja jetzt im Dribbling öffnet das Spiel. Pass auf Ernst, der jetzt mal über links ins Dribbling geht. Gordon fängt den Ball ab und kann auch klären. Lorenz. Jetzt mal wieder der KSC über links. Choi passt scharf nach innen. Hoffmann zieht einfach mal ab. Und diesmal hat Zieler keine Chance. Sie machen den Anschlusstreffer hier. In der 75. Minute durch Philipp Hoffmann. War ein guter Angriff, kann man nicht anders sagen. Jetzt aber wieder Friedel, der wieder das Spiel öffnet. Kaiser schlägt den Ball weit auf Mayner, der geht mal ins Dribbling. Scharfe Hereingabe auf Ernst. Muslija zieht ab. Da hätte nicht viel gefehlt. Bleibt beim 3:1. Kaiser. Voltmet geht jetzt mal ins Dribbling. Schuss aufs Tor und er macht ihn rein. Sein fünftes Saisontor zum 4:1. Starkes Ding. Wir lassen nicht nach. Und das ist genau das, was uns gerade ausmacht. Wieder Kaiser, der jetzt auch mal ins Dribbling geht. Immer noch Kaiser, schließt einfach mal ab. Gersbeck kann den Ball halten, aber trotzdem wieder eine ganz, ganz starke Vorstellung hier meiner Mannschaft. Karlsruhe nochmal. Badmas schließt ab. Okay, sie machen noch den zweiten Treffer.
Aber am Ende gehen wir hier wieder als Sieger vom Platz. Das wollte ich sagen. Unterm Strich waren wir auch heute die bessere Mannschaft. Ganz klare Sache auf jeden Fall. Wenn man die Notenverteilung auch sieht, macht es auch deutlich, ne? Kaiser, Trübul, auch die Einwechselspieler haben einfach ein gutes Spiel gemacht, ja? Nach deren Einwechslung. Auch das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sie direkt in der Mannschaft ankommen, auf dem Platz ankommen und direkt im Spiel drin sind. So, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und momentan sind wir einfach richtig gut drauf zum Saisonendspurt. Und ja, das ist einfach geil und das macht Spaß, ne? Ja, aber trotzdem immer noch 4 Punkte von Bremen weg, die auch wieder gewonnen haben mit 1-0 gegen Kiel. Schade. Schalke gewinnt auch 2-0 gegen Sandhausen. Bleiben also auch da oben stehen vor St. Pauli. Hamburg 0-0 gegen Ingolstadt, bleiben aber auf Platz 15. Pauli gewinnt gegen Nürnberg. Nürnberg geht immer weiter runter hier. Dresden, Regensburg 1-2. Heinheim, Düsseldorf 2-2. Rostock, Paderborn 2-1. Darmstadt, Aue 0-2. Ja, unsere Serie kann gerne weitergehen. Muss weitergehen. Hinterseher heute mal ohne Tor geblieben. Das kann ja auch nicht immer klappen, ne? So, Nick Woltmann bekommt eine Stufenänderung. 3 Managerpunkte erhalten. Sehr schön. 1 Stern dazu bekommen. Das ist schon mal nice. Hat jetzt auch eine neue Stärke hier, ne? 8,1 jetzt. Sehr stark. Finde ich gut. Er ist auch erst 20 Jahre alt, ne? Er ist erst 20 Jahre alt. Und wir könnten ihn wirklich als Stammstürmer aufbauen. Ich bin gespannt, was da noch geht. Rookie des Monats? So, wer ist denn Rookie des Monats? Mail Stefan von Greuther Fürth. 21 Jahre alter Torhüter. Stärke 9,2. Das ist schon echt stark, ne? Das ist schon wirklich stark. Er gilt als Talent, aktuell in guter Form. 21 Jahre alt, ne? Wahnsinn. Kann man den nicht Scout-Auftrag mal machen? So ins Blickfeld kann man die gar nicht nehmen, die Spieler, ne? Okay. So. Machen wir hier Stopp. Nächstes Spiel ist dann gegen den HSV am 23. Spieltag. Ja, HSV aktuell natürlich nicht so gut drauf. Aber dennoch darf man diese Mannschaft hier nicht unterschätzen. Die haben eigentlich eine richtig gute Mannschaft. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass das so schlecht läuft aktuell beim Hamburger Sportverein. Ja, mal gucken. Mal gucken. So. Die nächsten Spiele. Also, 2 haben wir ja noch. Gegen Hamburg und gegen Ingolstadt, ne? Wenn ich mich täusche. Jawohl. Also, die beiden Spiele hätte ich gern. Natürlich noch einen Sieg. Ja. Und dann ist die Saison hier auch beendet, meine Freunde. Natürlich noch 2 wichtige Spiele für uns, die noch bevorstehen. Danke erstmal fürs Einschalten, dass ihr wieder dabei wart und schaltet gerne wieder in der nächsten Folge ein, wenn dann der Saisonendspurt auf dem Programm steht und wir hoffentlich aus den beiden letzten Spielen noch 6 Punkte holen können. Ja, und dann hoffe ich, dass wir in die erste Liga aufsteigen. Genau. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Also bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.